Bleibe einfach ruhig, wach, aber nicht angestrengt und lasse deinen Geist still verändert werden, damit die Welt befreit wird mit dir gemeinsam. Bleibe einfach ruhig, still und wach. Die meisten Kursschüler, möchte ich sagen, sind sehr angestrengt. Jawohl, das mache ich, das ziehe ich durch, jetzt jeden Tag, jeden Morgen und zur richtigen Zeit und total motiviert und sehr schnell merken sie, das funktioniert nicht ganz so einfach, wie ich mir vorgestellt habe und geben dann manchmal auf oder es ist zu anstrengend oder zu mühsam und ich schaffe das nicht, aber ein anderer schafft es und der kann es besser und ich nicht und all die Dinge. Und wir sind einfach nur aufgefordert, ruhig und still zu sein. Und dann wird Spirit uns in die Bahnen lenken. Dann wird uns Spirit in die Umlaufbahn bringen, die uns in den Himmel führt und nicht wir. Wer ist es denn, der sich einbilden kann, oh, ich habe heute die Lektionen nicht richtig gemacht, zu wenig gemacht oder ich habe es wieder vergessen. Wer ist es denn? Das ist das Ego. Das Ego ist es, das uns verurteilt. Und schon lernen wir den Kurs im Wundern wieder mit dem Ego. Und das ist natürlich ein Problem, das wir aufzugeben haben. Es dreht sich nicht darum, 24 Stunden am Tag im reinen Geist zu sitzen. Es dreht sich nicht darum, 24 Stunden am Tag ohne Ego zu sein oder sich kaputt zu meditieren. Es dreht sich darum, einfach zu sein. Spirit einladen, Spirit in unser Bewusstsein einladen und sich von ihm den Weg weisen lassen, wie wir den Kurs in Wundern lernen, wo wir hinzugehen haben, was wir zu tun haben. Mehr ist nicht nötig. Denn am Ende ist eh der Geist alles, was wir zu erfahren haben. Und wir können in allem Spirit einladen. Lade den Heiligen Geist ein. Ich fahre nachher in die Stadt zum Einkaufen. Lade den Heiligen Geist ein, mit dir zu gehen. Und wenn auf dem Weg dorthin irgendetwas vorfällt oder irgendetwas dazwischen kommt, dann zweifle nicht an dir. Lade auch dort Spirit wieder ein. Wir sind eingeladen, Spirit in unser Bewusstsein einzuladen, in jedem Augenblick. Und genau diese Kraft wird uns zeigen, was der Kurs in Wundern ist und wohin er uns führt und was wir zu lernen haben. Wir müssen nicht perfekt sein. Oh, jetzt ist eine Stunde vorbei und ich habe wieder nicht genügend. Wir müssen nicht perfekt sein. Nutze den Kurs nicht, um dich weiterhin wieder schuldig zu fühlen. Die kleine Bereitschaft genügt. Du hörst jetzt diesen Podcast. Du hörst jetzt diese Inspiration. Du lauschst jetzt etwas Neuem. Und das genügt. Und dann wirst du darin eingeladen, nächste Schritte zu tun. Und dann tust du die Schritte. Kämpfe nicht um den Kurs in Wundern. Verzage nicht im Kurs in Wundern. Der Heilige Geist ist dein Lehrer. Nicht ich, nicht irgendjemand anders. Der Heilige Geist ist es. Und meine Aufgabe ist es, hier dich daran zu erinnern, dass der Heilige Geist, der in dir ist, der ein Teil von dir ist, dein Lehrer ist. Was dasselbe ist, kann nicht verschieden sein und das, was eins ist, kann nicht getrennte Teile haben. Also du bist nicht getrennt von der Quelle. Es muss etwas in dir sein, was nach wie vor Frieden ist.
Es muss in dir sein, sonst würdest du dich für dieses Thema nicht interessieren. Es ist noch da, es ist eins. So wie der Finger zur Hand gehört, so gehört der Heilige Geist zu dir. Spirit gehört zu dir. Und je mehr wir Spirit in unser Bewusstsein einlassen, desto mehr wirst du den Kurs in Wundern in jeder Zeile verstehen und fühlen, was dir für Impulse gegeben werden. Wir müssen uns nicht hochtrabende Ziele setzen. Ich muss jetzt ständig reinen Geistes sein. Ja, wer ich? Welches Ich muss das tun? Dann ist schon wieder, ich muss jetzt ständig reinen Geistes sein. Und wieder die Erinnerung, lade einfach nur Spirit in dein Bewusstsein ein. Mehr brauchst du nicht. Und Spirit wird dich lehren, was Reines, was der reine Geist ist. Du kannst es nicht. Wir müssen auch nicht ständig richtiges Denken anwenden. Das ist für einen Kurs in Wundern Schüler schier unmöglich. Spirit wird es tun, nicht ich muss oder ich sollte. Letztendlich ist es so einfach, Spirit in alles einzuladen. Du gehst ein Eis essen, du gehst durch den Regen spazieren laufen, du gehst schwimmen. Hey, lad einfach Spirit in dein Bewusstsein ein. Und ich wiederhole es wieder, und Spirit ist dein Lehrer. Und er wird dich lehren können, was das alles bedeutet. Und er wird dich in deiner Disziplin, den Kurs in Wundern, zu studieren, schulen. Und durch Spirit wird diese Disziplin in dir erwachen. Ich bin eigentlich kein disziplinierter Typ. So, ich mache die Dinge und ja, dann mache ich dieses und jenes. Aber durch die kleine Bereitschaft, durch die Hingabe an diesen Kurs in Wundern hat sich in mir eine Disziplin entwickelt, für die ich gar nichts kann, die einfach geschieht. Und diese Disziplin lädt mich ein, jeden Morgen hinzusitzen und mich dem Heiligen Geist zu öffnen und diesen Podcast aufzusprechen, Texte zu schreiben, mich mit dir in Verbindung zu setzen. Das ist nicht eine Idee von Gottfried, sondern es ist die, ich lasse Spirit in mein Bewusstsein einkehren. Und aus dieser Quelle wird es getan. Und deshalb sei sanft zu dir, sei sanft, 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 sanft zu dir. Mache einfach den Schritt, der jetzt dran ist, und den nächsten Schritt. Und jetzt tue ich Frühstück und ich lade Spirit hierzu ein. Und dann wirst du mehr und mehr dessen Stimme wahrnehmen. Ich treffe mich jetzt mit irgendjemand, ich lade Spirit hierzu ein. Darum dreht es sich. Und dann werden wir vielleicht für eine lange Zeit zwei Denksysteme wahrnehmen in uns, das eine urteilende und das eine friedliche. Und auch das macht nichts. Es macht nichts. Und Spirit wird uns lehren, wie wir mit dem Ego umgehen können, wie wir mit dem Ego leben können, wie wir die Urteile ablegen können. Ego kann dich das nicht lehren. Ego ist darauf angewiesen, dass wir an die Kleinheit glauben. Und die Kleinheit wird natürlich wieder erfahren, wenn wir uns wieder selbst be- oder verurteilen. Oh, ich habe es wieder nicht richtig gemacht, ich verstehe es nicht und der andere kann es besser und die Dinge mehr.
Hey, sei sanft. Der Kurs in Wundern ist das Einfachste, was wir überhaupt lernen können. Sei sanft. Der Heilige Geist wird dir helfen, all das zu verstehen, all das zu lernen, all das zu begreifen, die nächsten Schritte zu machen, doch nicht du. Doch nicht ich. Jesus, der Lehrer, ist für dich da, der den Heiligen Geist manifestiert hat, der den Christus manifestiert hat, der die Liebe manifestiert hat. Und wenn dir dieser Kurs in Wundern schwierig oder komplex erscheint oder eine Menge Anstrengung erfordert, hör auf. Sei still. Werde einfach ruhig, wach, aber nicht angestrengt. Werde ruhigen Geistes. Lehne dich zurück. Chille. Entspanne dich. Lass alle Anstrengung los. Und dann wirst du irgendwann zu einem Zeitpunkt deutlich wahrnehmen, hey, es gibt noch eine andere Kraft in mir, die ohne weiteres den Frieden wahrnehmen kann, die ohne weiteres sanftmütig und liebevoll in diese Welt schauen kann. Aber ganz bestimmt nicht durch unsere selbstgemachte Anstrengung. Angekommen? Sei sanft zu dir. Beurteile nicht mehr deine körperliche Situation. Beurteile nicht mehr deine finanzielle Situation oder deine gesundheitliche Situation oder deine berufliche. Beurteile all das nicht mehr, sondern lade den Heiligen Geist ein. Lade ihn ein, dies für dich zu betrachten. Und sobald du ihn in dein Bewusstsein eingeladen hast, wirst du eine neue Sicht auf die Dinge bekommen und da, wo vorher Probleme waren, ist jetzt Licht und du wirst in der Lage sein, all die Dinge zu tun, die vorher so schwierig erschienen. Und da spielt keine Rolle, in welchem Lebensbereich dies ist. Da das Ego sich in jedem Lebensbereich von dir befindet, kannst du auch den Heiligen Geist in jeden Lebensbereich einladen, damit jeder Lebensbereich nicht mehr als getrennt von dir erscheint, sondern als Ganzes. Was zusammengehört, gehört zusammen. Und kann nicht geteilt sein. Ja, und hier heute hörst du die Einladung, sanft zu sein und nichts mehr zu beurteilen. Beurteile deine Lebenssituation nicht mehr und beurteile dein Voranschreiten des Kurses in Wundern nicht mehr. Wie gesagt, ist der Kurs in Wundern nicht irgendein Schnellladeprogramm, das du kurz mal runterladest als Download und putsch, ich habe ihn verstanden. Ich habe den Kurs in Wundern gelesen und ich habe es jetzt verstanden. Nein. Sorry. Oder zum Glück. Das ist eine Lebensaufgabe. Aber die wirst du nur tun wollen, wenn du sanft bist. Und vielleicht erschreckst du jetzt davor zurück. Was? Eine Lebensaufgabe? Boah, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das geht schneller. Ja, das dachte ich auch vor über 25 Jahren, als ich den Kurs in Wundern in der Hand hatte. Ah ja, da stand nämlich, wenn man ein Jahr lang den Kurs macht, ist man erwacht. Das war genau mein Ding. Ein Jahr hatte ich noch Zeit, weil mehr Zeit hatte ich nicht mehr. Und ich war in dieser Einbildung, das kriegen wir hin. Und natürlich
habe ich mich auch diesbezüglich getäuscht. Und heute bin ich sehr dankbar, dass dieser Kurs in Wundern das ganze Leben an meiner Seite ist. Und irgendwann lasse ich ihn los. Und ich lasse alles los, was gelernt wurde, und trete völlig frei und ohne Belastung vor meinem Gott durch die Führung des Spirit. So wie du. Und solange wir den Kurs in Wundern hierzu noch benötigen, solange ist er an unserer Seite. Sei sanft, ganz sanft. Werde still, ganz still. Und wisse, es gibt keinen Fehler im Lernen des Kurses in Wundern. Keinen Fehler. Denn wenn du einen Fehler siehst, ist es wieder das Ego, das sich selbst bzw. dich beurteilt und dir Glauben macht, dass du irgendetwas nicht richtig machst. Dies ist ganz bestimmt nicht der Heilige Geist, der dir sagt, du hast irgendetwas nicht richtig gemacht. Er fordert sich sanft auf, wie das Navi im Auto. Hey, halte an, höre auf. Lehne dich zurück. Lass dich führen. Höre auf meine Stimme. Die Schwierigkeiten, die Komplexität und die Anstrengung, die wir immer wieder im Kurs wahrnehmen oder dort sehen wollen, sind Ablenkungen oder Manifestationen von Schuld. Und wir müssen dem nicht mehr nachgehen. Es ist viel einfacher, wie du denkst. Und so sind wir bei der Lektion 254. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Und das ist eine Einladung, die wir heute aussprechen. Das ist nicht wieder etwas, wir könnten diese Lektion machen und diese Einladung aussprechen. Hey, Heiliger Geist, lass jetzt jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Und schon geht das Geplapper wieder los. Ah, ich höre nichts, ich kann nichts und dergleichen mehr. Es ist eine Einladung und jedes Mal, wenn wir die Einladung aussprechen, kann Spirit in unserem Bewusstsein wirksam sein. Wir sind hier, um zu lernen, nicht um es gleich zu können. Und jedes Mal, wenn wir heute diese Einladung aussprechen, werden wir einen weiteren Schritt dorthin machen, wohin wir wirklich wollen, wohin wir wirklich wollen. Vater, heute möchte ich nur deine Stimme hören. In tiefstem Schweigen möchte ich zu dir kommen, um deine Stimme zu vernehmen und dein Wort zu empfangen. Ich habe kein anderes Gebet als dieses. Ich komme zu dir, um dich um die Wahrheit zu bitten. Und die Wahrheit ist nur dein Wille, den ich heute mit dir teilen möchte. Ja, und dieses Gebet können wir öfters wiederholen heute.
immer wieder. Und diese Einladung wird gehört, dieses Gebet wird gehört und jedes Gebet wird beantwortet. Und es ist so wundervoll, diesen Tag mit diesem Gebet zu verbringen. Immer wieder, egal wo du dich befindest. Ob du gerade eine stressige Situation hast, werde still, bleib ruhig. Leg all deine Beurteilungen nieder und sprich dieses Gebet. Und schau, welcher Geisteswandel in dir geschieht. Es funktioniert. Ganz einfach, ganz simpel. Selbst die Physiker haben festgestellt, dass komplizierte Formeln noch nicht das Resultat ist. Es ist ganz einfach. Die Menschheit scheitert nicht an der Komplexität der Probleme, sondern an der Einfachheit der Lösung. Nimm heute diese Einfachheit an und staune, welchen friedlichen, wundervollen Tag du verbringen wirst. Voller Wunder, voller Freude und voller Ausdehnung in Liebe. Heute lassen wir keine Ego-Gedanken unsere Worte oder Taten lenken. Tauchen solche Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an, dann lassen wir sie los. Wir wollen das nicht, was sie mit sich bringen würden. Und so beschließen wir nicht, sie zu behalten. Jetzt schweigen sie und in der Stille, die geheiligt ist durch seine Liebe, spricht Gott zu uns und bereichert uns von unserem Willen, da wir die Wahl getroffen haben, uns an ihn zu erinnern. Ja, treffen wir heute eine Wahl, uns an ihn zu erinnern. Und er wird uns antworten, ganz sicher. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumsen.